Einen wunderschönen guten Tag hier zu diesem Video. Pocket 2 versus Pocket 3. Der erste Eindruck natürlich die Größe. Wir legen ihn mal hin. Das sind die Tripods. Bei beiden habe ich die Creator Combo. Beide kommen mit einem Tripod. Diesen hier kann man so zusammenfalten. Der hier ist aus Plastik, den kann man aber auch hier schön zusammenklappen, klassischer Tripod. Der wirkt recht hochwertig, den kann man aber nicht so cool entfernen, wie ich das eben beim Pocket 2 gemacht hatte. Ich bin noch ein Stückchen vorgerutscht. So, was fällt auch auf? Pocket 3 hier, die Boxen. Das ist eine sehr kleine Box, das ist eine riesige Box. In diese riesige Box passt auch diese Tasche, die dazu kommt beim Pocket 2 gab es die Tasche nicht. Hier kann man schon sehen, das ist sehr, sehr simpel. Beim Pocket 2 Creator Combo gab es natürlich auch den Puschel dazu. Wenn man das direkt mal vergleicht, Mic 2, Mic 1 ist der Puschel hier. Mehr grau als schwarz hier, mehr schwarz als grau. Die Puschelgröße hat sich auch ein kleines bisschen verändert. Dieser Puschel war noch größer beim Pocket 2. Beim Pocket 3 wurde der Puschel kleiner. Das Mic 2 selbst hat in der Größe statt eckige Kanten wurde es runder. Die Größe hatte sich nicht verändert, wenn ich mir das so anschaue. Das Mic 2 kann selbst aufnehmen, das konnte das hier nicht. Sprich, ich kann das als eigenes Aufnahmegerät nutzen. Das hat einen eigenen Speicher, das hat das hier nicht gehabt. Das kann man auch hier schön mit dem iPhone und so verbinden. Ich weiß nicht, ob das auch bei dem möglich war. Beide kann man hier so obendrauf anbringen. Wenn ich mal diese Mikrofone abnehme, die sind hier oben reingeklipst. Hier sieht man schon, der hält nicht sonderlich gut, erhebt, aber erhebt nicht so toll. Das ist bei ihm hier besser gelöst. Er wird hier nämlich richtig reingesteckt. Hier ist so ein langer Plastikbolzen, nenne ich ihn jetzt mal, der hier reingeht. Wir haben natürlich diesen transparenten Look, diese transparente Optik, die haben wir hier nicht. Die sind beide super. Hier sitzt noch ein Magnet drauf, der kommt bei der Creator Combo auch dazu. Das sorgt dafür, dass man es am T-Shirt unabhängig von einem Kragen, unabhängig dieser Klemme verbinden kann. In jedem T-Shirt, der Magnet ist auch sehr, sehr stark, der ist sehr, sehr angenehm. Ich habe ihn immer so ein bisschen schief, dass man ihn einfacher abnehmen kann. Das gab es hier, ich weiß nicht, ob es das hier auch gab, ob das auch ein Magnet ist, wir können es mal herausfinden. Ne, ist kein Magnet, das gab es bei diesem hier nicht. Diese kleine Kappe gab es noch für den Pocket 2. Momentan ist dieser Aufsatz hier drauf mit diesem 1/4-Gewinde. So sieht der Adapter mit dem 1/4-Gewinde beim Pocket 3 aus. Dieser ist deutlich länger und hat dann auch hier den Ausgang. Beim Pocket 3 bleibt er weiterhin hier unten, der USB-C-Anschluss, Ausgang, wie auch immer. Diese muss man einfach abziehen, die haben hier Knöpfe, die neuen. Die klipst man da quasi dran. Wir müssen das mal ein bisschen schöner hier hinlegen. Das hier ist ein Akkugriff, das ist neu. Das konnte man beim Pocket 2 nur aus Asien sich vorher bestellen. Ein Akkugriff, der richtig lange war, um quasi den Akku zu erweitern vom Pocket 2. Das gibt es jetzt beim Pocket 3 direkt in der Combo dazu. Das haben sich viele Leute gewünscht, inklusive mir, weil ich für den Pocket 2 auch diesen Akkugriff lange überlegt hatte zu kaufen. Allerdings hatte ich ihn während der Aufnahme dann mit einer Powerbank befüllt. Dieser Akkugriff ist echt gut. In den meisten Videos, ich glaube 60%, 68%, irgendwie sowas kann der den aufladen. Das ist in anderen Videos, das kann man überall nachlesen auch, dass natürlich hier ein 1-Inch-Sensor ist und so. Das wird in allen Videos gezeigt. Ich möchte so ein bisschen auf andere Sachen eingehen als alle anderen Videos, um irgendwie das Video auch interessant zu machen, dass nicht jeder einfach wegklickt und sich wieder ein anderes Video anschaut. Wir holen ihn einfach mal hier raus. Wir haben natürlich hier ein Case. In diesem Case sitzt, wie auch beim Pocket 2, gab es das schon dazu, eine Wide-Angle-Lens. Diese wird auch wie beim Pocket 2 per Magnet vorne auf die Linse gesetzt und die findet auch hier Platz. Hier haben wir auch noch für einen Black Pro Mist Filter einen Platz. Das Case ist sehr schick,
Es gab ein Video über den Pocket 3. Ich habe alle Pocket 3 Videos geguckt, die ich finden konnte. Ich nehme an, Leute, die dieses Video anschauen werden, dasselbe tun wie ich, haben gesehen vielleicht schon, dass die Displays oft kaputt gehen und so einen kleinen Fehler haben, dann die bleiben hängen. Manche Leute hatten gesagt, es ist möglich, dass das daran liegt, dass das Case sehr eng getaktet ist. Und zwar ist der untere Rand des Bildschirms hier. Das heißt, wenn ich das einfach so reinmache, so wie jetzt, mit Abstand nach hier oben, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Vielleicht, möglicherweise kann man das erkennen oder vielleicht fokussiert auch das. Ich sehe die Kamera gerade selbst nicht. Aber dann würde der Rand da dran gedrückt werden. Sprich, ich habe jetzt da einfach mal mir das einmal angeschaut und jetzt angeeignet, dass ich ihn immer bündig hier oben dran drücke und dann erst reinschiebe. Und dann rutscht er perfekt hinter diese Markierung hier und dann sollte der Bildschirm auch geschont werden. Zumal ich den Bildschirm immer ganz, ganz sanft öffne und ihn quasi auch beim Runterschnipsen immer dämpfe, dass er nicht, weil sonst wird er richtig auflösen. Klack, klack. Und das beansprucht natürlich den Bildschirm. DJI selbst gibt, glaube ich, an, ich weiß es nicht mehr, irgendwie tausende oder von mir aus Millionen Male diesen Bildschirm auf- und zugeklappt zu haben, ohne Probleme. Das soll der wohl aushalten. Allerdings gibt es jetzt immer mehr Leute, die auch nach wenigen Wochen oder meistens direkt bei Ankunft des Produkts diesen Screen-Flip-Fehler haben, dass der quasi einfach nicht mehr funktioniert. Da gibt es schon lustige Fotos, wie einer mit dem Gummiband den Bildschirm oben hält, dass er funktioniert und benutzt werden kann. Hier kann ich einmal noch demonstrieren, hier ist der Knopf. Dadurch kommen diese Haken rechts und links, kann ich dadurch lösen. Das ist sehr viel angenehmer als beim Pocket 2. Beim Pocket 2 habe ich zum Beispiel jetzt das Problem, dass wenn ich den, ich mache ihn, lege ihn mal jetzt kurz mal so einfach hier drauf, dass wenn ich den hier lösen will, dass ich den kaum abbekomme, weil der nicht diese Funktion hat. Wir hatten hier noch diese Einheiten, das sieht man da, diese Anschlüsse, wenn man das Telefon, das ist diese hier, das ist jetzt die Steuerknüppeleinheit. Und der Steuerknüppel ist hier jetzt fest integriert. Da konnte man aufnehmen, da konnte man hier noch andere Funktionen machen. Der Knüppel ist hier mittlerweile, hat mehrere Funktionen, wobei, wenn ich hier schaue, den kann man auch klicken, klick, klick. Der hat auch mehr Funktionen, aber man hatte quasi hier die Möglichkeit, dann den USB-C oder den Lightning, ich kann den mal hier rausholen, einen von den beiden anzuschließen und die konnte man dann genauso wie den einfach hier reinsliden. Das ist recht angenehm, weil man dadurch, je nachdem, ups, jetzt ist die Kamera angesprungen, machen wir sie mal wieder aus, könnte man je nachdem hier das Telefon anhängen und dann gab es auch Halterung, um das stabiler zu machen. Sprich, man hat das Telefon und den Gimbal, dann kann man quasi sein Telefon mit dem Gimbal nutzen. Bei einem modernen, nagelneuen iPhone 15 zum Beispiel macht das nicht wirklich Sinn, weil die Qualität dem hier sehr, sehr ähnelt. Ja, an sich, die Qualität beider Kameras ist überraschend gut. Also überraschend gut meine ich, dass beim Pocket 2 die Kamera überraschend gut ist, noch im Vergleich zum Pocket 3, der ja überall angepriesen wird als extrem gut. Der Pocket 3 hat auch ein extrem gutes Bild, der Pocket 2 aber auch. Wo der Pocket 3 wirklich punktet ist, na, ihr wisst es alle schon, weil das wird nicht das erste Video sein, was ihr euch anschaut, Lowlight. Er hat auch einen Lowlight-Modus, viele sagen, aber den braucht man gar nicht, man kann ihn ganz normal aufnehmen. Ich habe sogar während der Aufnahme beim Pocket 3 die Möglichkeit, den Bildschirm von rechts nach links zu swipen und die Helligkeit einzustellen, was ich extrem gut finde. Während dem Aufnehmen kann ich die Belichtung nochmal verändern, das ist wirklich gut. Es gab jetzt ein nagelneues Update, das zu installieren. Vielleicht der eine oder andere hat den sich jetzt gekauft und will sich mal Videos darüber angucken. Ich nenne das Video einfach, ich schreibe mal noch rein, dass ich auch Tipps gebe zur Benutzung. Eben das mit dem Lowlight wissen sicherlich viele nicht. Nee, nicht Lowlight, mit der Belichtung, dass man das währenddessen einstellen kann. Ein weiterer Tipp, das Update, ihr müsst den Akkugriff anschließen und dann, beziehungsweise ihr könnt das auch danach machen, dann updatet der Akkugriff automatisch. Für den Transmitter, das steht auch auf der DJI-Seite, müsst ihr so eine BIN, eine BIN-Datei runterladen, schließt den an den Computer an, dann hat er einen leeren Ordner, die BIN dort rein. In dem Moment, wo ihr dann den abschließt, blinkt es hier grün und rot abwechselnd. Wenn das aufhört und nur noch blau pulsiert, so wie wenn er ganz normal an ist, dann ist das installiert. Das könnt ihr überprüfen, indem ihr dann hier im Menü unter Geräte, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo man hinklicken musste, steht irgendwo Geräteinfo und dann könnt ihr die Software überprüfen, ob sie geupdatet wurde. Der Pocket selbst wird mit der Mimo-App verbunden auf dem Telefon und kann dadurch geupdatet werden und wie gesagt, er updatet sich in dem Moment, wo er angeschlossen ist, beziehungsweise ich hatte ihn einfach angeschlossen während dem Update der Akkugriff. Ne? Das hat alles ein neues Update bekommen. Das Update hat dafür gesorgt, dass dieses Mic 2
nämlich die Möglichkeit hat, dass wenn man das an sich selber trägt, dass ein weiteres Audio-Backup gespeichert wird von diesen Mikrofonen, die hier, hier und hier sitzen. Manche sagen in den Videos, dass das ja auch ein Lautsprecher sei oder auch ein Mikrofon. Ich bin mir nicht ganz sicher. Man kann nämlich das Mikrofon auch vorne einstellen. Ich bin mir nicht sicher. Ich hätte jetzt gesagt, dadurch, dass es so anders aussieht, wird das hier tatsächlich der Lautsprecher sein. Der Pocket 3 hat nämlich die Möglichkeit, dass man die Videos direkt sich anschauen kann und wiedergeben kann mit Sound, um zu hören, ob auch wirklich Sound da ist. Und dann ist das und das und das ein Mikrofon. Das sind nämlich nur drei Stück. Wenn man das nämlich nachliest, das habe ich nämlich gemacht, dann liest man, dass es auch nur drei Mikrofone gibt. Das heißt, jeder, der sagt, dass hier ein Mikrofon drin sei, das ist falsch. Ich habe mir aber eben noch die Option offen gelassen, falls es doch irgendwie falsch ist und das doch ein Mikrofon ist. Aber ich glaube nicht, denn hier haben wir da, da und da und auch hier vorne ein Löchlein. Das sind die Mikrofone. Der Pocket 3 hatte nämlich drei Mikrofone. Das sind bei beiden direktionale Mikrofone. Beim Pocket hier sind es nur noch drei. Das ist ein Unterschied, den keiner in keinem einzigen Video angesprochen hat. Ich habe wirklich viele Videos angeschaut. Für mich war das an sich relevant, weil ich das hier gar nicht benutzen will. Die meisten wollen das benutzen. Klar, wenn Leute sich das Pocket, die Pocket Creator Combo holen, kaufen sie das wahrscheinlich wegen dem Mikrofon. Ich finde es auch eine schöne Ding. Habe es noch nie selber benutzt. Nur zum Test, komischerweise. Ich will auch ein Video machen, Mic 2 versus Mic 1, wie die so klingen. Das klingt komischerweise recht leise. Ich habe jetzt aber auch herausgefunden, man kann, wenn man das anschließt, die Ausgabe automatisch schon erhöhen, den Sound. Das haben wohl viele nicht gemacht in den ganzen Testvideos. Man kann nämlich, wenn es angeschlossen ist, in die Optionen gehen und dann kann man das Mikrofon, die Ausgabe davon schon vorher einstellen, dass das quasi lauter wird, was nachher in der Datei ist. Und das haben wohl die meisten alle nicht gemacht. Und deshalb klingt bei den meisten Videos das hier extrem leise. Und auch das hier klingt extrem leise, das normale Mikrofon on board. Das war bei dem hier nie ein Problem. Der hatte mit beiden Mikrofonen gleich perfekt aufgenommen. Und bis heute klingt das auch fantastisch. Man kann die hier wirklich atemberaubend günstig erwerben mittlerweile. Das ist echt ja, atemberaubend. Wir können hier die nochmal hier nebeneinander halten. Wir haben hier einen Preis von 679 Euro. Das wissen sicherlich auch alle, die das hier schauen. Und der kleine Fratz hier kriegst du, glaube ich, für 400 irgendwas auf Amazon schon. Und das ist halt auch Wahnsinn, weil du kriegst so viel hier. Klar, man hat diesen kleinen Bildschirm. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Und man hat hier viel mehr Gewicht und auch viel mehr Größe. Wir schauen mal. Das wirkt allerdings auch viel hochwertiger dadurch. Also bis hierhin ist der Adapter, ne? Wo ich jetzt mit dem Mittelfinger, dem rechten, drauf zeige. Sprich, ich halte das so hin, bis zum Adapter. Also das ist der direkte Größenvergleich. Schaut mal. Wir haben oben hin, würde ich sagen, so eins, ja doch, oben hin haben wir hier nochmal so ein, zwei Zentimeter mehr. Wir haben in der Breite, haben wir auch ein wenig gewonnen. Da haben wir nicht so viel, ein paar Millimeter. In der Höhe haben wir aber hier, würde ich sagen, nochmal ein ganzes Stück. Ja, da sieht man, ja, die Höhe ist deutlich hier, gerade am Bildschirm wird es deutlich. Ein Funny Fact, die Linse hier, wenn man die bewegt, fällt sie immer rein und raus. Ich weiß nicht, wieso das ist, es gibt ja keinen optischen Zoom. Das ist bei dem hier nicht, die sitzt immer fest. Das sieht man jetzt nicht, weil er gerade eingeklappt ist. Was man schon sieht, schaut mal hier, die Kamera flimselt hier so ein bisschen rum. Ne? Das ist auch doof, dass die das macht und das macht er hier nicht. Er hat stärkere Magneten und dadurch hält er stärker in Position, hält er die Linse, die Kamera stärker in Position, den Gimbal. Der ist zwar auch bewegt, wenn ich den jetzt einmal aus dem Ding raushole, dann flimselt er auch rum. Das wird wahrscheinlich aus Schutz gemacht, dass dann einfach, dass er frei beweglich ist. Da muss man ihn halt mal an- und ausmachen. Hier macht man den natürlich an, entweder man drückt hier auf Record oder man flippt ihn open. Da gibt es die coole Möglichkeit, das gab es bei ihm hier glaube ich nicht, aber er hat eine Funktion, die cooler ist als bei ihm. Welche soll ich zuerst sagen? Hm? Erste oder zweite? Ich weiß jetzt nicht. Ich fange einfach hier mal an. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, den wie bei GoPro, die Quick Capture, den Screen aufzuflippen. Und in dem Moment, wo er aufflippt, recordet er direkt. Das macht ihr, indem ihr, wenn er an ist, einfach einmal runterscrollt, von oben runter das Menü holt und dann, ich weiß gerade nicht mehr, wir machen den einfach kurz mal an. Ich will es euch live zeigen. Ihr holt es einmal runter. Wie war es nochmal? So, und dann könnt ihr, genau, da sind verschiedene Optionen. Ich klicke mal hier drauf. Startausrichtung, Ausschalten, Display, Selfie, Flip.
Das ist es nicht. Was mit der Person? Nee, speichern C1. Ah ja, okay, hier. Dieses zweite Icon drückt ihr so einen Kreis mit einem Pfeil, der im Uhrzeigersinn ist. Und da oben steht es, Bildschirm drehen und aufnehmen. Wenn ihr das aktiviert, dann habt ihr Quick Capture. Das heißt, ihr flippt den Open und er nimmt automatisch auf. Das ist echt cool. Gerade so wie ich die Kamera benutze, ist das wirklich für mich sinnvoll. Ihr habt eben gesehen, wenn ich den vertikal mache, fragt er mich, da sagt er mir, dass er in 2 Sekunden ausgeht. Das liegt daran, dass er die Möglichkeit hat, vertikale Videos aufzunehmen. Nicht nur horizontal, wie beim Pocket 2. Er kann auch vertikal aufnehmen. Was ist vertikal? Horizontal? Oder ihr schaut ja von oben zu. Horizontal, vertikal. Sprich TikTok, Instagram, Snapchat, den ganzen Dings, die ganzen Handyvideos, die gerade sind. Oder YouTube Shorts. Kann man mit dem hier schon einprogrammiert quasi sofort aufnehmen. Das ist sehr, sehr gut. Die kann man allerdings nur in 3K statt 4K aufnehmen. Ich glaube aber, das neue Firmware-Update hatte das, glaube ich, behoben, dass man das jetzt auch machen kann. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Man kann auf jeden Fall mit dem neuen Update auch, das kann jeder super einfach mit einem Klick nachlesen. Deshalb habe ich es jetzt nicht in dem Video auswendig gelernt und trage es euch jetzt vor. Ich glaube, 120 Frames per Second kann man jetzt auch in 4K Slow Motion aufnehmen. Das ging vorher nicht. Eine ganz tolle Funktion, die es bei dem hier nicht gibt, die vielleicht noch hinzugefügt wird. DJI ist ziemlich cool. Da kommen Funktionen mit den Updates dazu. Das machen andere Marken nicht. Die fixen nur ihre Probleme, aber die machen keine neuen Funktionen dazu. Das haben wir hier nicht. Der hier fügt Sachen hinzu. Dieses, was ich gerade gesagt habe, mit dem Quick, mit dem Flip, Open und Record oder Quick Capture oder wie es heißt, das ist mit einem Update dazu gekommen. Es gab schon 3 Updates. Ich hatte vorhin mal geguckt, ich glaube 3 waren es. Und das Aktuellste wurde als riesig und groß und so angesagt, weil du hier dieses 10-Bit auch hast, was dann zum Rendern danach irgendwie wohl besser ist. So tief bin ich nicht in der Materie und bin auch kein Fotograf. Aber das muss ich mir alles nochmal genauer selber anschauen. Ich habe den jetzt natürlich auch noch nicht lange. Er hat die Möglichkeit, wenn ich filme, dass ich die Record-Taste halte und das Video stoppt. In dem Moment, wo ich hier wieder Play drücke, geht das Video genau an dieser Sekunde weiter, ohne Cut. Das sorgt dafür, dass wenn man zum Beispiel wie ich auf einer Automesse filme und ich möchte jetzt zum nächsten Stand laufen und erst da wieder filmen, dass ich stoppe, ich halte ihn kurz, er stoppt, ich laufe weiter, es geht direkt da weiter. Das sorgt dafür, dass ich quasi mir ein komplettes Video mit Cuts dazwischen machen kann, ohne danach die zusammenzufügen, die Clips, weil alle aneinander hängen. Das ist super, das ist eine ganz tolle Funktion, die hoffentlich unbedingt in den Pocket 3 auch kommt. Da sprechen nicht viele drüber, weil es viele nicht wussten, dass das der hier kann. Die Frage ist jetzt auch natürlich, die sich viele stellen. Du hast den Pocket 2. Soll ich auf den Pocket 3 wechseln? Soll ich mir den zulegen und den Pocket 2 noch behalten? Soll ich ihn verkaufen? Was soll ich machen? Du hast den Vorteil, der ist winzig. Den kannst du zum Beispiel in meinem Fall immer im Auto haben, immer in der Hosentasche. Einfach mal eine 4K-Kamera immer am Start haben. Er ist mittlerweile hier so ein Apparillo, so groß geworden, weil wenn man hier, ich lege ihn jetzt einfach mal hier ab, wenn man ihn hier nämlich abtrennt, ist er irgendwie zwar klein, ne? Er ist aber irgendwie unangenehm zu halten, ne? Man verdeckt auch die Mikrofone, wenn man ihn jetzt hier so halten würde, zum Beispiel so hätte ich ihn jetzt da, der Daumen wäre jetzt volle Kanne über dem Mikrofon gewesen, ne? Wenn ich den so will man den irgendwie halten, ne? Da kommt dann der Screen, dann muss der Daumen auch weg. Aber dann habe ich ihn so und dann fällt er mir fast aus der Hand. Sprich, man hat da diesen Handle dran. Viele in den ganzen Videos und so sagen auch, der Handle ist super und der sorgt dafür, dass man den besser halten kann, ne? So, jetzt habe ich den gut in der Hand. Und schaut mal jetzt an, wie lang der ist, ne? Und ihn habe ich so auch gut in der Hand, wie er ist, ne? Dann ist der wirklich nicht nur einen Zentimeter größer, dann ist der viel größer, ne? Hier kann ich mal nochmal einen Vergleich. Hier, so sitzt er in meiner Hand. Da ist der Anknopf, ne? Den habe ich so. Und ich weiß nicht, der sitzt wirklich gut in der Hand. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Dann habe ich hier den Record-Button in der Hand. Der sitzt einfach irgendwie sehr angenehm in der Hand. Dadurch, dass er so leicht ist, ist das auch einfach kein Problem, den irgendwie in der Hand zu halten. Das ist nicht unangenehm, ne? Das ist ein tolles Gerät. Den zu verkaufen, für diese günstigen Preise, die im Moment in eBay und so angeboten werden, halte ich für nicht richtig. Behaltet den, das ist eine bombastische Kamera. Es würde mich nicht wundern,
wenn aus irgendeinem Grund die Gebrauchtpreise, ich kann mir vorstellen, dass die im Moment nur so günstig sind, weil viele Leute jetzt den Pocket 3 natürlich sich holen und der Markt ist überschwemmt, deshalb sind die sehr günstig gebraucht. Aber ich glaube, dass es auch wieder ein Upswing gibt. In dem Moment, wenn alle ihren Dingen günstig bekommen haben und realisieren, dass das Ding hier eigentlich auch super fantastisch ist. Das Einzige ist der Bildschirm. Viele verbinden das sowieso mit dem Telefon gerne und haben dann das Telefon als Bildschirm. Ist das einfach eine ausgezeichnete Kamera, die auch noch immer hält nach all den Jahren? Den gibt es jetzt schon eine Weile und er funktioniert einfach ausgezeichnet und er ist einfach winzig klein. Schau dich das an. Wie so ein kleines Baby, ne? Wenn man hier mal guckt im Vergleich, das ist kein kleines Baby, ne? Das ist ein bisschen ein größeres Baby. Ja, was gibt es noch? Irgendwelche coolen Tipps und Tricks? Lasst mich einen Moment überlegen. Es gibt natürlich viele Einstellungen. Da könnte ich eigentlich mal ein eigenes Video drüber machen, einfach mal durch die Menüs zu gehen. Das habe ich in vielen Videos nämlich auch nicht gesehen, dass man einfach mal einer durch die Menüs gegangen ist. Was kann man noch sagen? Das ist eine super Kamera. Funktioniert sehr gut. Pocket 2 ist auch eine super Kamera. Wenn ihr den habt, habt ihr nichts falsch gemacht. Wenn ihr ausschließlich nachts filmt, dann macht es Sinn, ihn zu kaufen. Wenn ihr sehr selten nachts filmt, darauf nicht so viel Wert legt, dann langt der Pocket 2 vollkommen. Viele sagen hier, ja, das Bild ist bei dem ja noch mal ein bisschen schärfer. Es gibt jetzt aber auch einige Videos, die quasi sagen, das stimmt gar nicht. Da ist die Linse, was ich vorhin gesagt habe, die hüpft, wenn ich so mache. Ihr könnt das nicht sehen. Ich sehe es. Die geht immer so rein, raus, rein, raus. Vielleicht weiß ja jemand, wieso die das macht. Ich hatte schon mehrere Pocket 3 jetzt in der Hand. Die machen das alle. Ich hatte nämlich gedacht, das ist vielleicht kaputt oder irgendwas, aber die geht rein, raus. Die fällt vorne an das Glas. In dem Ding hier drin. Die kleine Linse, ja, hier. Zack. Man hört es auch. Hört ihr es? Klick, klack, klick, klack, klick, klack. Komisch, ne? Was gibt es hier noch zu sagen? Ja, das Menü, da mache ich ein eigenes Video zu. Ich glaube, das war ein ganz guter, plumper, optischer Vergleich und ein bisschen auch Tipps jetzt schon zum Pocket 3 und auch Pocket 2 mit diesem Aufnehmen. Ich glaube, das ist so eine kleine Info, die vielleicht nicht jeder weiß, die man erst nachlesen muss und sich richtig aneignen muss, um das zu wissen. Schaut mal noch die anderen Videos. Ich mache jetzt mal noch ein Video hier. Vergleichstest, auch Videovergleichs- und Qualitätstest kommt alles noch. Das filme ich jetzt. Das war jetzt mein erstes Video. Beziehungsweise mein zweites, mein erstes Video hatte ich Pocket 3 komplett ausgepackt, Unpacking. Das war jetzt einfach mal so ein kurzes Vergleichsvideo, Optik-Vergleich, bisschen Tipp, kurz einfach nur gelabert. Vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert. Ich freue mich über jedes Kommentar und Like. Tschüss.